Hallo zusammen und willkommen beim Screenshooters, willkommen auf dem Commodore 64 mal wieder, wie immer, ganz häufig und überhaupt, der C64 ist halt das bevorzugte System hier auf dem Kanal. Ja, wir gucken uns heute zusammen Jungle Joe an. Das ist ein Puzzle-Abenteuerspiel. Der Release war schon im August 2022, ich bin aber jetzt erst auf dieses Spiel gestoßen, ganz zufällig bei einem Jahresrückblick. Und ja, gut, Jahresrückblick vom Jahr 2023 und jetzt keine Ahnung, wann dieses Video rauskommt, da werden wir aber garantiert schon im Jahr 2024 sein. Ja, worum geht es in diesem Spiel? Das Ziel des Spiels ist recht einfach. Wir sollen uns einen Weg zum Ausgang des jeweiligen Levels bauen, indem wir Leiterteile benutzen. Hört sich relativ simpel an und ist auch erstmal auf den ersten Blick relativ easy. Auf dem Weg dorthin gibt es viele rätselhafte Entscheidungen zu treffen. Vermeiden sollten wir jede Berührung mit Feinden oder irgendwelchen bestimmten Hindernissen. Jeder Level ist in drei Kontrollpunkte unterteilt und das Spiel verfügt über ein Passwortsystem, um bereits gespielte Level zu laden bzw. zu überspringen. Ich würde sagen, ich gucke jetzt in diesen Monitor da und wir springen in das Spiel rein, bzw. wir können auch gerne nochmal die Anleitung uns hier angucken. Also hier steht das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir unseren Weg mit Leiterteilen bauen sollen. Drei Abschnitte, die Levels. Den Joystick nach oben mit Feuerknopf heißt, wir bauen nach oben, den Joystick nach unten, wir bauen zur Seite und zwar immer dahin, wo wir gerade geschaut haben. Den Feuerknopf gedrückt halten und dann links oder rechts heißt, dann wir benutzen eine Machete. Run Stop heißt ein Ingame-Menü, da können wir dann reinspringen. Weiter. Geht eigentlich 1 und 2, aber da. Ja, wir sollen die gelben Idole sammeln, denn die werden noch wertvoll sein. Viel Glück, Abenteurer. Okay. Fire to start. Hier könnten wir einen Levelcode eingeben. Ich habe keinen. Wir springen rein. Level 1 von 1. Also, unser Held steht hier und wartet darauf, dass wir ihn steuern. Da ist er. Bam, bam. Links, rechts. Zack, zack. Wir müssen aufpassen, je öfters wir jetzt über dieses Hindernis laufen, ihr habt es gerade schon gesehen, dann bröckelt das ein. Gucken wir erstmal ganz unten links am Bildschirmrand, da sind unsere Anzahl der Leben. Dann das Gekreuzte da, das aussieht wie schwer gekreuzte Schwerter, das sind die Anzahl der Leiterteile. Und dann diese drei Pünktchen, Knüppelchen, das ist der Levelabschnitt, rechts daneben, Score 0, noch so. Latschen wir mal. Ein paar Leiterteile eingesammelt und jetzt nochmal einen Feuerknopf und dann baut er nämlich nach oben. Da geht es rüber. Ein. Passen wir auf, dass sie hier nicht von dieser Spinne erwischt werden. Zack. Da haben wir den ersten Abschnitt geschafft und gehen in den zweiten rein. Hier müssen wir gucken, dass ich habe das natürlich schon mal ganz kurz angeguckt. Hier jetzt unter uns ist eine Kugel. Diese müssen wir auf den Knopf daneben hupsen, damit dann, ihr seht es am rechten Bildschirmrand, da ist ja so ein Hinweisschild mit einem Ausgangsschild, würde ich sagen, so ein Pfeil nach rechts. Und links daneben ist was Lilanes, das ist ein Tor. Das geht erst auf, wenn wir, Achtung, bam, den Steiner drauf schieben. So, dann gehen wir mal unten, sammeln hier noch ein paar Leiterteile ein. Wir werden sie brauchen. Hoch, da oben rechts bei der Schlange. Ist so ein Idol. Sollen wir einsammeln? Machen wir. Ach ja. Das ist übrigens diese Schlangen. Kann man natürlich mit der Machete kaputt machen, aber wir müssen einen quasi schon berühren. Erst dann an die Viecher platt. Nicht schon einen halben Kilometer vorher mit der Machete schwingen. Das funktioniert nicht. Ihr habt es gesehen. So, und hier wieder runter und rüber. Jetzt bauen wir mal hier den Weg weiter zum Ausgang. Haben auch nur noch lecker ein Leiterteil gehabt, aber hier gehen wir dann wieder dazu, wenn wir es geschafft haben. Hier seht ihr es auch wieder, da ist eine Kugel unten bei der Schlange, ist ein Knopf. Also müssen wir diese Kugel, den Felsen da unten irgendwie hinbekommen. Ich versuche erstmal lange Platz zu machen. Aha. So. Zap. Einsammeln. Zap, zap. Einsammeln.
interessant ist, wenn ihr diesen Felsen schiebt, er geht über die Leiter nach oben. Macht er aber jetzt so eine Leiter zur Seite hinweg, dann bleibt er da drauf liegen. Das ist richtig fies. Kann auch später nochmal zum Verhängnis werden, oder sehen, was man macht. Bäm, so. Hoch, 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 sammeln das hier ein. Rüber. So. Das Gute ist, dass er beim Runterspringen nicht stirbt. Wir können uns hier ordentlich in die Tiefe fallen lassen, allerdings nicht an dieser Stelle, weil dann landet er im Wasser. Also bauen wir mal noch ein bisschen einen zur Seite. Und dann machen wir die Schlange platt. Bäm. Da unten ist auch noch ein Felsen. Den wir hier draufschieben. Können wir zum Ausgang marschieren und haben den ersten Level geschafft. Level completed. Bonus 2000 Punkte. Ein Idol gesammelt. Auch nochmal 1000 Punkte. Macht insgesamt 5200. Da ist der Levelcode. Wer möchte, kann ihn notieren und dann in den zweiten Level reinspringen direkt. Würde sagen. 1 von 2. Okay. Gucken wir mal. Oben rechts müssen wir hin. Dann haben wir da sogar einen Felsen. Rechts, der aber jetzt hier ersichtlich noch gar nichts bringt. Sagen. Mal hoch hier hin. Dann zur Seite. Sammeln das ein. Dann gehen wir hoch. Machen. Nee. Lange Platz, wollte ich sagen. Oh. Wir machen natürlich auch Flüchtigkeitsfehler, ist logisch, ne? So. Leiterteile. Oh. Lange Platz. Dann rüber. Ich denke, den müssen wir einfach... Geht gar nicht. Hätte ich gedacht, wir müssen den da rüber schubsen. War scheinbar. Keine Ahnung. War es wahrscheinlich nur, um uns in Irre zu führen. So, gucken wir mal. Mal gucken, ob das gut geht. Ich glaube nämlich nicht. Das war ein Fehler. Haben wir mich hier auch nicht mehr weg. Das war dumm. Stopp. Gehen auf Retry. Ein neuer Versuch. Das können wir jetzt zum Glück gefahrlos machen. Wir sagen, fahren wir hier mal runter. Hier runter. Bauen hier die Leiter hoch. Zap, zap. Schubsen das runter. Dann haben wir auch da drüben schon geöffnet. Das kann ich hier so direkt bauen. Nein, ich muss einmal eine Höhe. Und dann kann ich so rüber. Jo, 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 jo. Sieht gut aus. 11 haben wir noch, also gehen wir hier weiter. Perfekto. Da ist der Ausgang. Der sieht aber sehr blockiert aus, oder? Geht, wenn ich darüber gehe? Geht gar nicht. Hier bin ich jetzt. Elf Stück habe ich. Das sollte reichen. Warten wir, bis wenn er hier runterkommt. Und mal hier drauf. Aha! Bei hoch. Knapp werden. Hier.
Doch, das klappt. Da ist nämlich noch Leiterteile gewesen. Kann ich einsammeln und so komme ich dann hier auch zum Ausgang. Jawohl, Level completed. 2000 Punkte. Wir haben die Idole eingesammelt. Das ist richtig geil. Da wieder Levelcode. Wer möchte, kann ihn notieren. Ich drücke auf Weiter. Und rein. So, hier sind wieder viele Murmeln. Ich weiß nicht, ob das so richtig war, was ich gemacht habe. Hier runterfallen, da geht es auf jeden Fall weiter. Das haben wir schon mal. War knapp. Ah, das war noch knapper. Ja, super, jetzt habe ich mir selber die Levelcodes nicht notiert. Meine Herren, Pressfire. Das ist dumm gewesen jetzt, ne? Ja. Wir machen nochmal so einen Schnelldurchgang. Vielleicht schaffen wir es nochmal hier. Mal wesentlich mehr Leiternteile mitzunehmen. Keine Ahnung, ob das Bonus bringt oder auch nicht. Wir wissen ja, wo wir hinwollen, was wir machen müssen. Also packen wir das jetzt. Tag. Weg damit! Und weiter. Und hoch. Oh, vorsichtig. Das war jetzt dumm. Ist zum Glück gerade noch aufgegangen. Hätte aber ordentlich daneben gehen können. Ja. Das Hügelchen darüber war es geschafft. Habt ihr ja schon alles gesehen? Level completed. Wieder Bonuspunkte. Gut. Ja. Machen wir hier schon? Und rüber. Dum, 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 dum. Die sammeln wir ein. Was mache ich? Ernsthaft? Da war ich zu wagemutig. Passiert, wenn man unkontrolliert den Joystick bewegt. Thank you.
hier hoch. Haben wir das Idol ein. Der kann ganz nach oben. Und dahin, da ist der Ausgang wieder. Das haben wir vorhin schon gesehen. Da wissen wir, wie es vorangeht. Dumm. Oh, 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 das war aber Arscher. Und geschafft. Level completed. Das Feuer. Okay. Mal überlegen, was macht mehr Sinn? Ich, ist es völlig egal. Blöp, blöp. Außer, dass das dumm war. Ja. Die Leiterteile da oben vergessen. Aber das war dumm, dass ich die Kugel hier hingeschoben habe, weil dann kam ich nämlich hier nicht mehr weiter. Und alles bedenken. So, das haben wir. Weiß, ich muss hier lang gehen, weil sonst komme ich hier nicht mehr hin. Du ahnst nicht. 6 Stück habe ich. 1. Okay. Okay, das Tor ist offen. So, dann sammle ich die hier noch ein und habe ich 9 und dann komme ich da auch an das Duel ran. Perfekt. Hier ein hoch. Mach die Schlange platt und wir sind weiter. Der Preis, der war gering. Das Idol. Da ist der Ausgang. Ich glaube, hier passiert nicht viel. Wenn doch, habe ich jetzt erstmal Scheiße gebaut. Gucken wir mal. Aha! Level completed! Bonus 2000! Yes! So ist das gut! Levelcode überspringen wir natürlich, wie gehabt. Wer will, der macht bei einem Video hier Pause und kann sich dann das Ganze angucken. Wann habe ich noch? Ich glaube, das ist der Weg. Ja. Ich müsste einen Stein nach unten kriegen, kriege ich nicht. Was nochmal? Again.
höchstwahrscheinlich besser dieser Ebene hier weiter. Okay. Den herunter. Klappt sich daneben. Gucken. Vielleicht fällt der dann rechts daneben. Ja, sehr gut. Den runterfallen lassen. Nicht runterfallen lassen. Aha! Glück habe ich jetzt noch. Dürfte mit dem Idol aber knapp werden. So, jetzt erstmal Weg gehen. So, 5 Stück habe ich noch. Nee, da komme ich nie hin. Wir gehen den sicheren Weg, lassen das Idol einfach mal liegen. Ah! Ernsthaft. Idol haben wollen, das wird aber schon hart. Na, gucken wir mal. Nee, das war doof. Passiert, wenn ich retried? Ah, scheiße, das war das letzte Leben. Ja, mein Gedanke war, dass ich hätte nicht links runtergehen sollen, sondern rechts mich hätte durch den Boden fallen lassen. Da hätte ich mir ein paar Leitern sparen können, aber sollte so nicht sein. Das war dumm von mir, jetzt da einfach schon zu sagen, retry, obwohl gar kein Leben mehr übrig war. Naja, gepennt hat er da. Ich würde sagen, ihr guckt euch das Spiel an, ich verlinke es euch unten, wo ihr es bekommt. Es ist wieder bei Itch.io zu erschienen und es ist Name Your Price Game, also ihr nennt den Preis und kommt das Spiel dafür. Und ja, in diesem Sinne, hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Video. Bye, bye.